Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, bei uns ist das Chaos. Hallo. Hallöchen. So, in der letzten Folge haben wir viel gequasselt und haben alles erklärt, warum das jetzt hier so aussieht, wie es aussieht. Wer sich jetzt so wundert, der soll da nochmal nachgucken. Achso, ich muss den Motor vorher starten. Ich werde mal einen Flug holen, damit ich fliegen kann. Da oben, den werde ich kurz mal ausleihen. Denn wir müssen fliegen und wir müssen kalken. Und das alles heute noch. Wir werden jetzt aber die Zeit vorstellen und um 20 Uhr ist Feierabend, ne? Okay. Also 20 Uhr treffen wir uns dann am Häuschen und gehen schlafen. Denn wir haben hier jetzt ein Farmhaus, wo wir schlafen gehen können. Wir haben übrigens herausgefunden oder vermuten, dass es noch Synchronisationsprobleme beim Lebensstatus der Fahrzeuge gibt. Also der Reparaturstatus. Weil bei mir wird überall 0% angezeigt, aber sie sind eigentlich... Eigentlich sind sie repariert. Also bei mir sind sie repariert auf 100%. So, ich habe jetzt aber auch immer mal ab und zu so einen kleinen Ruckler, ne, drin. Ja, hatte ich auch. Mikrolex, ja, okay. Vielleicht sind das... müssen wir mal gucken, also wie gut das funktioniert dann hier mit allem Übertragen und ähnlichem, ja. Wir sehen übrigens, die Bäume sehen anders aus, ne? Ja, die haben sie komplett neu retexturiert, damit sie auch die Jahreszeiten haben. Ja. Das sieht echt gut aus. Oh, ist ein Auto. Die haben einiges retexturiert, ich glaube auch Büsche und so. Ja. Also es sieht sehr gut aus. Also mir gefällt das auch. Aber ich habe eigentlich, also was bei mir wieder schon nicht mehr funktioniert, ist mein Dings hier. Ich habe es schon mal einmal wieder eingestellt, aber es könnte sein, dass ich da schon wieder irgendwas gemacht habe. Vielleicht liegt das auch daran, wenn ich... Der Hund läuft mir gerade durch den Traktor. Ja, ja. Ja, das ist Kollisionserfahrung, so hat er nicht unbedingt so gerne. Aber, weißt du, woran das noch liegen kann? Mhm. Wenn ich in dem... Also ich habe ja den Finanzstatus habe ich ja geändert. Ich habe ja die Datei extern bearbeitet in den Safe Game. Ja. Und vielleicht geht es auch dadurch dann weg. Dass da dann, wenn er extern die Datei irgendwie anfasst, dass dann da irgendeine Einstellung verloren geht oder so. Keine Ahnung. Also was anderes kann es ja jetzt nicht mehr sein. Aber wegen deiner... Wegen der Lenkung hier. Ja. Dass ich hier jetzt in 90 Grad mein Lenkrad hin und her bewegen kann, ohne dass da überhaupt ein Zug dran ist. Also ich muss wirklich... Ja, das Lenkrad steht genau 90 Grad, dann fängt es an zu lenken. Wer macht standardmäßig, also da muss ich mal Giants echt mal einen Brief schreiben, wer macht denn standardmäßig da, einen Brief sag ich schon, eine E-Mail, dass sowas da rein, also dass das 14% Todzeit hat. Also ich meine, ich weiß ja, dass deren Lenkrad scheiße war, ne, was sie da hatten. Das war echt nicht gut. Vielleicht braucht das einfach so viel Todzeit. Mann, grauenhaft. Bei Gas und Bremsen interessiert mich das nicht, mache ich sowieso digital, aber... So, nein. Was machst du denn nun schon wieder? Der Palette wäre fast umgekippt. So, 20 Uhr ist also wirklich mal feiern. Guck du denn nochmal bei den Tieren wegen Wasser? Okay. So, gegen 19 Uhr einmal bei den Tieren Wasser gucken, bei dem Stall und dann müssen wir das nochmal... Muss ich das beim Stall machen oder... Ja, im Escape-Menü. Okay. Escape-Menü kannst du das machen. So, wir werden uns jetzt hier mal schnell einen Flug besorgen. Welchen hatte ich denn da immer? Reicht uns der aus oder nehmen wir den? 150 PS, den können wir nehmen. Kann ich sogar den nehmen? Den kann ich nicht nehmen. Konfigurieren, Universalflugscher, ja. Ich möchte den gerne mieten. Ja. So, für 714 Euro kann man so ein Ding mal mieten. So klingt aber ordentlich immer wieder. Ja gut, wenn ich jetzt hier was Neues kaufe, das kann ich mir vorstellen, dass das ruckelt. Aber es kann natürlich auch sein, weil jetzt so die ganzen Texturen von den Bäumen und sowas alles erst jetzt nachträglich bei mir geladen wird. Weil ich das erste Mal sehe nach dem Neustarten wieder. Dass das natürlich dann bei dir auch dafür sorgt, dass du dann erstmal alles neu kriegst. Also, achso, was sie noch geändert haben, das ist auch was. Wir haben dynamisches Wetter, logisch, ne? Aber halt eben so dynamisch, dass das an eine Region angepasst ist. In unserem Fall Cornwall, Südengland.
Und der Tag-Nacht-Rhythmus ist auch an den Monaten angepasst. Das heißt, wie wir jetzt, ich vermute, wir sind jetzt hier, erster Monat Frühling ist meist März, dass wir jetzt im März sind. Es wird ein bisschen früher dunkel und im Sommer hat man 17 Stunden Sonne und im Winter hat man 8 Stunden Sonne nur. Das ist auch geändert, ne? Die Sonne ist wirklich quasi, wir haben auch den Sonnenstand geändert. Ja. Also auch visuell. Ja. Also das ist wirklich, also sie haben da sehr, sehr viel gemacht. Den Mod werde ich hoffentlich verlinkt haben, ansonsten noch verlinken. Mich gerne daran erinnern, wer das möchte. Er ist auch im Mod Hub runterzuladen, wo ist es ja nicht. Wir haben dazu noch den Dings hier, den Salzstreuer-Mod dazu genommen. Den ne? Schneemod. Snowpack. Nein, der Schneemod heißt Snowpack, das ist aber nicht dafür da, dass Schnee zu sehen ist, ja. Sondern es ist dafür da, dass man Schnee wegmachen kann. Mit einem Salzstreuer und halt mit einem Schneeschaufel. Mit einer Mähschaufel? Schneeschaufel. Schneeschaufel, wollte ich sagen. Ne? Ich dachte ein Schiebeschild, das ist aber okay. Ja, das ist eine Schneeschaufel. Ja, okay. Na gut. Ich weiß auch nicht, ob wir Schneemänner bauen können. Wenn ja, werden das garantiert tun. Ja. Und wenn ein Schneeballschlag geht, geht auch das. Wo ist denn hier Aufblenden? Oh, ist es so dunkel. Wir sollten uns vielleicht eine Laternen-Mod installieren. Brauchst du Licht? Wirklich. Hier sind ja, das ist, ich sehe auch, dass es stockfinster ist hier. Ich sitze hier in meinem wunderschönen Traktor, fahre hinter einem Auto hinterher, was immer noch so sau langsam fährt. Und komme jetzt nicht wieder mit den Pilz und den Mücken, die muss ich wieder fahren. Ich bin ja gerade mitten in einem Kreuzungsbereich. Das ist mir egal, wie schnell die Autos fahren. Das wolltest du doch gerade bestimmt sagen, oder? Das war echt duster wie ein Bärenarsch hier, ne? Ja. Naja, und tschüss, Monetarisierung. Macht egal. So, kann ja mal passieren, sowas. Scharfe Wasser ist noch voll. Okay. Hühner auch? Hühner sehe ich keinen Wasserstand. Ah, ja, die haben auch kein Wasser drauf, stimmt. Die haben bloß, die brauchst du bloß Gerste reinschmeißen. Ein Pferd ist wahrscheinlich auch noch gut. Voll. Alles klar, so. Also das müssen wir uns immer merken, dass wir da 19 Uhr einmal reingucken, dass wir Wasser wenigstens noch machen. Wir müssen dann natürlich morgens das Fass wieder voll machen. Dass wir da regelmäßig Wasser reinbringen für den Tag. Und, oh, ich sehe aber deine Lampen hinten, was du da jetzt machst. Ich sehe da deine Lichter fern, oder das ist ein Auto. Das kann gut meine sein. Sehr gut. Ja gut, also fliegen kann ich jetzt nichts mehr bei dem Wetter. Das heißt, wir werden den Flug über Nacht ausgeliehen haben. Das kostet also einmal extra. Aber so ist das halt. So, wo ist denn jetzt hier? Das ist die Einfahrt. Kannst du mal unser Haus beleuchten hier? Wo muss ich denn hier hin? Ach, da rennt das Chaos rum. Du spielst mit dem Hund oder fährst du mit dem Träger? Nein, ich für Anhänger rüber. Ah, okay, ja. Sehr schön. Oh, den Anhänger gleich. Du hast ja was rausgesucht. Ja, der andere steht schon da. Ich glaube, wir haben ja gar nicht genügend Platz, ne? Also noch reicht es nicht aus für alles. Oder? Ich glaube schon. Ich schaff den nicht zurückschieben. Ja, ist okay. Muss den machen. Ob die auch die Batterie simulieren, dass die Batterie leer geht, wenn ich jetzt den Motor ausmache? Glaube ich nicht. Oh, ich habe meine Rundumfunzeln angemacht. Das ist schön. Ah, das sieht richtig geil aus. Jetzt hier die Rundumfunzeln? Ja, ja. Schön. Ich bin begeistert. Ich bin so begeistert, dass ich da ein Foto von machen will. Ich hoffe, dass ich das gut erwischt habe. Ich mache mir gleich noch eins. Ich hoffe, dass ich irgendwann eins, wo es dann hinten beleuchtet ist, gekriegt habe. So. Gut, dann schmeiße ich den Flug hier erstmal ab. Den muss ich dann morgen benutzen. 20 Uhr ist hinlegen und dann pennen wir bis früh um. Bis um 7 oder? Ja, aber. Oder wird es um 6 machen? 6 würde ich sagen. Ja, mal gucken, wie hell es dann ist, ne? Na? Jetzt sieht's aus. Ja. Problem ist, dass ich jetzt mit meiner
unrunden Lenkung hier auch Schwierigkeiten habe, den Hänger gerade zu schieben, weil ich nicht mehr ganz so fein einlenken kann, wie ich es eigentlich gerne müsste oder möchte. Ah, das ist ein hässliches Minigame. Oh, jetzt hast du dein Licht ausgemacht. Ja. Ich habe übrigens die Palettengabel habe ich zu den Containern hingegeben. Ja, ist nicht schön, aber selten. Die Silage habe ich, Gabel habe ich zum, Silageschaufel habe ich zum Bunker gegeben und die normale Schaufel zum unserer überdachten Silage-Ding. So, jetzt ist aber mal ordentlich finster hier. Wo ist denn der Eingang vom Haus? So, hier ist noch Licht drin an. Ja. Schönen guten Tag. Na? Hallo. War ein harter Tag heute, ne? Viel gemacht, viel gebuddelt, viel gegraben. Meine Herren. Wie lange müsst ihr schlafen? Ja, 6. Dann rechne mal aus, wie weit ist bis 6? Maximal können wir 13 Stunden schlafen. 10 Stunden. Habe ich angegeben. Mach du auch. So. Uiuiuiui. Mietkosten. Mietstall bringt Plus? Was ist, warum bringt Mietstall Plus? Ah, die Pferde. Wie die Pferde? Naja, das hier, das sind ja. Wir, das sind ja jetzt nicht mehr unsere Pferde quasi. Sondern wir. Ach so, verdienen wir jetzt das Geld mit den Pferden. Ja. Wir nee, kümmern uns um die Pferde. Was sind die jetzt wert? Kann ich die jetzt auch verkaufen, oder? Ah, okay. $600 ist immer noch der Verkaufspreis, okay. Ah, okay. Ja, okay. Gut, das kapiere ich. Da komme ich mit. Dann müssen wir jetzt mal auch mal irgendwann reiten. Jetzt wollte ich aber noch ganz kurz über die Karte mal hinten die Merino-Schafe. Sehen noch gut aus. Sauberkeit 73%, da muss ich dann mal einer kümmern. Wasser ist noch nicht viel da, aber 245 Liter Profil, das sieht noch voll aus. Wir so. Brauchen wirklich irgendwelche Sauberkeit Laternen. 0%, hoppala. Also bei den Hühnern müssen wir unbedingt sauber machen, die haben richtig Dreck gemacht. Okay. Aber so? Wieso ist da 0%? Das ist doch fast nichts hier draußen. Guck du mal bei den Hühnern, hast du welche Sauberkeit du da hast? Ich habe da Sauberkeit 0%. Das wiegt 3 Kilo. Okay. Das ist ganz schön fett geworden. 3 Kilo ist im Moment schon mal nicht schlecht. So, gucken wir doch mal, ob das jetzt schon. Null. Okay. $5 würde ich jetzt in den Huhn bringen. Wenn ich es jetzt verkaufen wollen würde. Kostet das denn Gebühr? Nee. Ah, okay. Ich sieh mal langsam. Also $5 würde ein Huhn bringen, wenn wir es jetzt verkaufen. Das heißt, wir hätten jetzt über Nacht $400 Verdienst damit gehabt. Das ist jetzt ungünstig. Jetzt gibt es gerade einen Anruf beim Chaos. So, okay, dann gucken wir mal hier, wie es bei den Schafen aus. Oh, da muss unbedingt was gemacht werden. Oha. Okay, also Wolle haben wir echt viel gekriegt. Das ist gut. Das gefällt mir. Dann gucken wir jetzt mal mit Schafen. Und wir kriegen nächstes Tier. Also, okay, Breeding funktioniert. Das ist ja noch eine Frage gewesen, die wir hatten. Ja, schön. Wir in den 0,4 Jahren kriegen wir nächstes Tier dazu. Bei zumindest einem Schaf steht das dabei. Könnte auch sein, das steht bei ach, das steht für jedes Schaf unterschiedlich. Ach, Gottchen. Also es ist unterschiedliche Schafe kriegen gerade Kinder. Okay, wir wurden zur voll. Okay. Das ist okay, dann das ist erklärt sich. Sauberkeit 20, okay. So, du siehst jetzt wieder ein bisschen was. Jetzt wird es natürlich. Mitte Frühling haben wir jetzt. Ich werde jetzt mal ganz schnell flügen gehen. Ja, mach das. Ich brauche hier einen Platz. Ja, unsere Betonfläche ist noch zu klein dafür, ne? Ah, das geht schon. So.
Ja, Mitte Frühling, also in unserer 15-Zeit, das, ich glaube, es ist ganz gut. So, hier hast du immer noch ordentlich Kanten im Gras. Also das haben wir übrigens, wir haben auch überall versucht, das Terrain ein bisschen anzupassen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Hat nicht überall geklappt. Ja, wir haben aber einige böse Kanten rausgekriegt. Ja, aber eine richtig böse Kante, die wir mal raus haben wollen noch, die haben wir noch nicht geschafft rauszukriegen. So, jetzt muss ich das Ding hier absenken. Nee, umdrehen will ich es nicht. Ich will es absenken. Aber das wäre hier. Lustig, bei Regen laufen sogar die Scheibenwischer. Ja, aber automatisch, ne? Du musst das nicht... So, und jetzt müssen wir irgendwo die Taste finden. Das war, glaube ich, wenn wir mit F1 mal gucken. Feld erstellen zulassen ist Z. Okay. Die Rundumleuchte schaut. Das sieht echt gut aus. Also im Dunkeln sah das richtig gut aus. Muss ich ehrlich sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, dem Mähdrescher stelle ich wieder so auf das. Ja. Also, oh. Der verbraucht halt am meisten Platz. Ja. Also ich sag mal so, ich will ja noch in die Ballentechnik will ich ja jetzt gehen. Ich möchte gerne, dass wir Heuballen machen dann, ne? Wie wir Heu machen wollen, das ist auch noch eine ganz andere Sache. Erklären wir euch aber auch, dass das jetzt alles ein bisschen komplexer alles geworden ist. Aber mir gefällt die Komplexität, wenn sie da steigt an der Stelle. Ach so, ich hab's ja abgehangen gehabt, jetzt muss ich wieder... Entschuldigung, dass ich hier so einfach rückwärts fahre. Aber naja. So. Noch ist es ein Simulator, nicht das echte Leben. So, sehr schön. Hallo? Heb an. So. Ja, der hat ja wieder nicht so heben wollen, wie ich wollte. Gibt die Nase, krieg ich heute bestimmt noch eine drauf. Darf ich keine dummen Witze mehr machen sonst. Verhaut mich heute noch wer. Eine Katze. Weiß man nicht. So, das sieht doch schon ganz gut aus. So. Okay. Und noch der Pferdeanhänger ran. Machen wir den Quaderbein oder machen wir Rundbein? Ich glaube, wir machen Quaderbein, ne? Ja. Kriegen wir dann noch so eine Ballenaufsammelmaschine? Wie Ballenaufsammelmaschine? Ja, da gibt es ja diese Quader-Ballenaufsammelmaschine. Wieso willst du eine? Das können wir uns nicht leisten. Ich sammle sie nicht auf mit der Gabel. Mache ich nie wieder. Ne, wir müssen ja nur ein paar einlagern. Also ich weiß es nicht, wie wir das machen mit dem Heu. Ich weiß nicht, ob das da... Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das Heu in dem Silo lagerbar ist. Das Überdachte, was wir da haben. Okay. Und deswegen würde ich dann in die Ballentechnik gehen wollen. Dass wir dann Heuballen machen und dann... Ich weiß auch nicht, ob wir Heuballen ganz in den Trog reinschmeißen können bei den Pferden. Keine Ahnung. Aber wenn wir Mietstall, dann können wir ja wirklich... Da können wir also uns 8 Pferde dazu holen. Dann verdienen wir damit ja ganz gut Geld, glaube ich. Ja, aber wir müssen sie halt auch versorgen können. Ja, das ist Heu machen. Heu und Hafer. Ja, Hafer sehe ich kritisch. So, ich bringe den Flug wieder zurück, ne? Jo. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. So, dann sind wir noch mal einmal am Fahren. Ach, schön, Regen haben wir. Heute ist, es soll ja noch Schnee kommen heute, ne? Okay. Hast du mal in den Wettervorcast geguckt? Nein. Wollen wir mal reingucken? Wir gucken mal kurz in den Wettervorcast. Weil ich halt den sehen wir hier. Und da sehen wir heute... Nee, ist nur Regen. Schnee ist nicht mehr. Ja. Da haben wir heute 15 Uhr anscheinend Gewitter. Umso momentan weiter der... Genau. Die Vorhersage in der Zukunft liegt, umso ungenauer ist sie. Genau. Also es gibt auch mehrere Faktoren, die jetzt im Wachstum der Pflanze mit reinspielen. Dazu gehört die Feuchtigkeit in dem Acker. Dazu gehört die Temperatur in dem Acker. Dazu gehört der Düngestatus. Dazu gehört der Unkrautstatus und das Unkraut ist nicht einfach so wie früher einfach mal da. Nee, das wächst immer mal wieder an irgendwelchen Stellen auf dem Feld. Also auch nicht auf dem gesamten Feld,
sondern das wächst dann mal auf dem Quadratmeter und das wächst so langsam von bestimmten Punkten, da wo es damit mal da ist, von da aus breitet sich es aus. Das heißt, wenn man das rechtzeitig killt, dann... Du kannst präventiv spritzen. Mit dem Mod kannst du präventiv spritzen. Das heißt, wenn wir präventiv drüber gehen, nach der Aussaat quasi mit etwas, kann es dir passieren, dass du mal in der Ernte irgendwas wächst. Du kannst aber, wenn es quasi voll ausgereift ist, das Zeug, was du da hast, dann kannst du nicht mehr spritzen. Das heißt also, am sinnvollsten ist es irgendwo so eine mittlere Wachstumsphase zu erwischen und da einfach mal zu spritzen. Wir haben da so ein Gerät noch im Lager, wo ich nicht weiß, was das ist. Im Lager? Also so ein gelben mit so T-förmigen. Das ist ein Tiefengrubberer, ein Tiefenlockerer. Okay. Also den habe ich jetzt schon lange nicht mehr benutzt. Das war früher mein Flugersatz. Okay. Beziehungsweise wenn wir fliegen müssen, können wir dann damit auch fliegen. Das war das billigste Gerät, was man kaufen konnte, was die meiste Breite hatte, was mit dem Fan zu ziehen war. Okay. Ich hatte am Anfang ja nur den Fan und dann habe ich damit quasi geflügt immer. Ah. Ja, also wir fliegen ja jetzt nicht mehr nach jeder, können wir natürlich auch noch machen, wenn du willst, können wir natürlich jetzt auch fliegen. Ich kann den Flug auch gleich ganz kaufen, aber halt, ne? Ja, aber das Gerät brauchen wir nicht mehr, oder? Das Gerät? Theoretisch, wie gesagt, wenn wir dann mit Flügen spielen, also mit, wo wir dann uns wirklich sagen, okay, keine Ahnung, Fruchtfolge, wenn es Brachland wird, dann müssen wir flügen oder dann sehen wir einmal Gras drauf, damit es Brachland wird. Und dann braucht man das Ding ja wieder um den boah, ich weiß gar nicht, ob der Gras, das ist etwas, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Wenn ich Gras auf dem Feld habe, ob ich danach einfach mit dem Grubber das Gras wieder wegkriege. Muss ich unbedingt mal in irgendeinen Spielstand ausprobieren. Aber, weißt du was? Ich bringe jetzt noch den Flug weg, dann ist die Folge zu Ende. Okay, ja. Ich habe fast alles übersiedelt. Du hast fast alles übersiedelt. Achso, du hast alles rübergebracht. Ja, du müsstest jetzt so langsam, aber sicher kannst du dich eigentlich um die Feldarbeit kümmern. Dass wir da anfangen. Das heißt, du könntest jetzt theoretisch mal gucken, wie der Düngestatus ist von dem Acker und vielleicht düngen. Okay, ich schaue. Und dann könnte man nämlich einmal schon mal düngen. So, den möchte ich gern zurückgeben. Ja. Okay, so. Der Düngestatus ist 0%. Unkraut 0%, gut. Benötigt Kalk. Ach, benötigt Kalk? Ja, gut, dann weiß ich ja, was ich jetzt ausleihe, ne? Ja, die Kalkmaschine. Dann leihe ich jetzt einen Kalkstreuer aus. Na gut, dann ist das mit der Ballentechnik sowieso hinfällig, weil wir jetzt kalken müssen noch und so, dann kostet das ein bisschen viel Geld. Okay, ich leihe jetzt noch den Kalkstreuer aus. Gott, wir kommen nicht. Ding, ist das ein Dünger dabei hier? Der Kalkstreuer, Dreda, hier, der ist es, ne? Ja, den wollen wir haben. Konfigurieren, 12 Meter, nehmen wir. Streuteller, ja. Was kostet der mit doppeltem Streuteller? 6 Meter Streueinheit, 18 Meter, 12 Meter. Nee, komm, kaufen wir so. Mieten kaufen wir so nicht. Den mieten wir uns. Gut, dann haben wir den jetzt gemietet, ja. Den Kalkstreuer. Dann muss ich Kalk streuen. Und da, wo ich schon Kalk gestreut habe, dann kannst du ja dann schon anfangen zu spritzen. Dauert ein bisschen. Oder kannst du eigentlich, nee, du kannst auch vorher schon spritzen und dann kann ich ja nicht mit Kalk rübergehen. Sollte auch funktionieren. Alles klar. Die Folge ist aber zu Ende. Das war eine Runde LS19 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei uns war das Chaos. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Tschüss.